Ich wurde gefragt, ob ich für DJ Hero 2 das Tutorial sprechen soll. Also sprich der Sprecher, der Lehrmeister im Spiel sein möchte. Hi, willkommen bei DJ Hero 2. Ich bin Michi Beck und zeige dir, wie man das Spiel spielt. Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Ne? Also wenigstens einmal DJ Hero sein. Du willst also DJ werden. Das ist gut. Die Basis bei dem Spiel sind Mashups. Mashups sind zwei oder mehrere Tracks, die ineinander gemischt werden und in der Geschwindigkeit und im besten Fall, also hier in dem Spielfalle, harmonisch zueinander passen und dann quasi einen ganz neuen Track ergeben. Es gibt echt spannende Kombis und wirklich gut gemacht. Also auch Sachen, bei denen ich denke, so bin ich da beim Auflegen nicht drauf gekommen, dass sie zusammenpassen. Du kontrollierst diese drei Streams mit den drei farbigen Tasten auf dem Turntable. Die kleinen bunten Tasten sind die Timing-Tasten, würde ich mal sagen. Es gibt diese Streams, einen roten, einen grünen, einen blauen. Und dann kommen Symbole auf dem Bildschirm, die man im richtigen Zeitpunkt eben auf den Tasten abdrucken muss. Man hat den grünen und den blauen Hauptstream. Das sind eigentlich deine beiden Tracks, die gleichzeitig laufen, zwischen denen du hin und her blendest. Der rote Stream ist für Samples, die du noch dazu drückst. Also irgendwelche Yeahs oder Claps oder Snare-Schläge oder so. Dann hat man noch verschiedenste Aufgaben damit zu erfüllen. Zum einen eben Taste drücken und scratchen. Taste drücken, Effekt reindrehen und so weiter. Das sind quasi die Befehlstasten, was du für eine DJ-Action machst mit deinem Controller-Plattenspieler. Und das Wichtigste ist eben das Timing dabei. Ein Crossfader ist so ein Regler, ein Ein- und Ausblender. Es gibt ja so eine Mischpult, wenn man Schallplatten auflegt, hat man einzelne Kanäle, wo man die einzelnen Platten laufen lässt oder einzelne Tracks laufen lässt. Und ein Crossfader blendet zwei Kanäle ineinander über. Bei dem Spiel ist er eigentlich genauso dafür da. Also es gibt ja diese Tracks, diese Streams, und man blendet eben von dem einen Stream zu dem anderen über. Wenn man in der Mitte hat, dann hat man beides. Genauso funktioniert das beim tatsächlichen Auflegen auch. Kommen wir nun zum Effekt-Drehknopf. Also, wenn man die DJs im Club stehen sieht und diese merkwürdigen Verrenkungen machen sieht, dann sind es meistens Equalizer-Knöpfe, Drehregler, mit denen man Bässe oder Höhen oder sowas rausdreht oder eben Effekte reindreht. Und hier gibt es auch einen so einen Drehregler, der ist eben einem echten Effektregler nachempfunden. Und da kann man zum Beispiel Echo oder so Phaser-Effekte reindrehen. Und das möglichst gleichzeitig mit dem Knöpfe drücken und auch noch Crossfader bedienen. Also da kann man schon ganz schön schwitzen. Das Tolle bei DJ Hero 2 ist, dass du Freestyle-Strecken hast in deinen Streams. Also sprich, dass du nicht genau nur nach Schema F scratchen musst oder auf dem Beat drücken, sondern dass du Phasen in diesen Streams hast, wo du frei kreativ gestalten kannst. Also du kannst schneller oder langsamer Scratches machen oder du kannst Beats dazuhauen oder du kannst die Crossfader je nach Laune oder nach deinem Geschmack hin und her schieben und so quasi noch mehr eigene Kreativität, noch mehr eigenen Style in deine Mashups reinbringen. Das Tolle ist bei dem Spiel, dass das einem wirklich hilft. Also, dass es wirklich was mit Auflegen zu tun hat, eben durch das Timing, durch diese Scratcherei und so weiter, Crossfader. Also, manchmal dachte ich bei dem Spiel, dass es, wenn man das Ding richtig beherrscht, wirklich sogar helfen könnte, tatsächlich aufzulegen.
Thank you.